Hey ho Leute und willkommen zurück zu FIFA Let's Play FIFA 16. Heute spielen wir gegen Uruguay. Vollkommen richtig, der eine oder andere sagt so von wegen Uruguay, muss das sein. Jupp, wir spielen nämlich gegen Uruguay im internationalen Testspiel. Wir spielen nicht nur da gut, sondern auch in der Liga. Wir sind Tabellenführer. Das ist Wahnsinn. Ja, wir haben Arsenal London 2-0 besiegt und deswegen sind wir Tabellenführer. Und im letzten Teil hatten wir mit dem FC Ingolstadt in der Europa League gespielt. Wir spielen aber ja heute gegen Uruguay, anschließend nächste Woche gegen die Kanadier. Wir spielen danach erst dann gegen Cardiff, gegen Aufsteiger Cardiff. Schade, dass mittlerweile das Millennium Stadium raus ist. Cardiff spielt ja dort ihre Heimspiele. Braga in der Europa League und im Endeffekt, ja, wenn wir sehen können, sehen wir im Endeffekt, dass wir eigentlich ein paar Wochen zurück sind. Mit dem FC Ingolstadt sind wir bereits hier. Macht aber nichts. Premier League ist ja ein bisschen länger. Premier League braucht ein bisschen länger. Und dementsprechend, also wir spielen heute mit Neuseeland auswärts und ja, mal gucken. Im Endeffekt ist es ja nicht unser erstes Spiel für Neuseeland. In diesem Spiel ist es aber eigentlich unser erstes Spiel für Neuseeland, was, ne? Schade, dass man das eigentlich nicht voreinstellen kann, so von wegen, hat sein Debüt gegeben im Jahre so und so, weil im Endeffekt, wir haben ja schon bereits ein paar Spiele gespielt, wir haben, glaube ich, aber noch, ich weiß gar nicht, wir haben auch schon Tore geschossen für unsere Nationalmannschaft, aber auch nur in irgendwelchen Testspielen, also das sollte schon dann hinhauen. So, Neuseeland, wie wir alle wissen, nicht unbedingt die Fußballnation schlechthin. Rugby können sie, aber eben nur kein Fußball. Aber das macht ja auch nichts, oder? Ich weiß es nicht. Ja, geht da schön dran vorbei, ne? Zack. Einfach vorbei und zack. Ja, ich weiß. Normalerweise hättest du ein bisschen alles genau. Jetzt kannst du hier ganz Ruhe. Und dann wieder rum. Ja, muss ein bisschen trainieren. Ich kann das auch nicht, ehrlich gesagt. Zack. Oh Mann. Einige würden sagen, mies gegeben, mies gegeben, ey, mies gegeben. Ja, wie das da. Das war jetzt auch sehr mies. Das war extrem mies. So, dann vorbei. Und zack. Ja, der Versuch hat seinen Abschluss gemacht, ne? Der Versuch hat seinen Abschluss gemacht. Wir wären mit dem Ergebnis wahrscheinlich nicht so top gewesen. Wir sind auf Platz 3, Blooper Guy auf 1. Wir wären mit dem Ergebnis auf Platz 9 gelandet. Ist auch in Ordnung. Ist auch in Ordnung. So, willkommen zum Freundschaftsspiel. Ja, wir spielen heute in Uruguay, also muss man sich auch dran gewöhnen. In Uruguay, in Montevideo, glaube ich, spielen die Uruguay ihre Heimspiele. Hauptsächlich. Ja, uruguayische Liga hier gibt's nicht. Muss auch, glaube ich, nicht so sein. Sehr viele der Akteure von Uruguay spielen ja mittlerweile auch in im europäischen Bereich. Glaube ich. Müsste ich mal irgendwie gucken, aber ich glaube, ganz wenig Uruguay spielen noch in Uruguay. So, Nationalhymnen. Kommt unsere nicht? Schade. Sehr schade. Aber was soll's. Wir spielen dann halt ohne Nationalhymne. Macht auch nichts. Aber ich denke mal, die Uruguayer, man sieht das schon, glaube ich, daran, die nehmen dieses Spiel wieder mal nicht ernst. Wir haben oftmals Gegner gehabt, die diese Spiele nicht ernst genommen haben. Aber schon in der letzten Saison. Und dann hieß es, das böse Erwachen. Das ganz böse Erwachen. Und im Abschluss verlieren sie so welche Spiele. Und dann heißt das, oh, das Team ist nicht vorbereitet. Oh, das macht das alles nicht so richtig. Also von daher,
Aber Cavani steht schon mal drauf. Also das Aushängeschild von Uruguay. Wirklich Aushängeschild? Nein, Suarez eigentlich. Der Beißer von Uruguay, wie ich ihn immer gerne nenne. Aber der steht heute nicht auf dem Platz. Also merkst du schon, dass die Uruguayer das Spiel nicht ernst nehmen. Cavani vorne im Sturm, ja, aber sonst. Ja. Oder, warte mal. Ich glaube, Suarez hat doch, glaube ich, noch eine sehr lange Sperre für Uruguay gekriegt oder sowas, ne? Nach der Weltmeisterschaft. Kann sein, dass er halt auch für Uruguay noch nicht Spiele spielen darf. Kann sein. Also für Barcelona darf er schon. Okay, also wir spielen jetzt hier auf dem linken Flügel. Diese Position kennen wir ja bestens. Und können damit gucken, ob das jetzt hier. Wow, das war jetzt nicht sehr schlau. Ob das klappt oder nicht. Also, der Nationaltrainer natürlich kommt dann nicht mehr an uns vorbei. Wir sind hier einer der besten Torschützen Englands. Und das wäre extrem crazy, wenn er dann sagen würde: Oh nee, also den nehmen wir nicht mit. Weil das wäre auch dumm, wenn du eigentlich im Endeffekt einen Goalgetter in einer Top-Liga hast, ne, aus deiner Nation, dann nimmst du den doch eigentlich mit. Außer er baut richtig Scheiße. Das ist ja, ne, eine andere Sache. Es gibt ja auch einige Spieler, die eben einfach nur nicht Nationalspieler sein können. So. Jetzt aber. Oh, die Flanke war super. Und das Tor auch. Und das Tor. Führung. Führung für Neuseeland. Ja, jetzt lauf mal hin. Danke. Führung für Neuseeland. Den kriegt er nicht. Den hat er auch super gemacht. Echt. Schöner Schuss. Schön oben in die Ecke eingezimmert. Da hat der Keeper keine Chance. Das macht doch gar nichts. Andersrum wäre es mir natürlich lieber gewesen, hätten wir das selbst Vorlagen geben, technisch heute eben gerade hingekriegt, aber es ist egal. Führung gegen Uruguay, das ist in Ordnung. So, weltmeisterschaftstechnisch sind wir ja, gibt es ja, ups, gibt es ja nichts. Also in diesem Jahr werden wir ja hier nicht um irgendwas spielen. Das auch ein bisschen traurig ist, dass Neuseeland im Endeffekt direkt auch qualifiziert ist für so eine Endrunde. Ja. Gut. Ich wollte schon sagen, willst du mir den Ball nicht geben oder was? Na? War schon dürftig der Ball. So, Cavani. Gegenpol von uns im Endeffekt. Wir sind ja hier die Helden von Stand jetzt, die Helden von Neuseeland. Wir haben es ja von Wellington Phoenix geschafft. Von einem. Ja, von einem aus der neuseeländischen Verein in der australischen Liga. Dort haben wir den Titel geholt. Ich weiß gar nicht, also ich habe das leider echt nicht geguckt. Ich wollte das ja mal gucken, ob es dann schon mal jemals ein neuseeländisches Team gab, was in der australischen Liga den Titel gewonnen hat. Oder ob wir die ersten waren. Na! Ah! Die Idee war eigentlich nicht schlecht, aber der Pass war ganz kacke. So, jetzt aber. Warum geht da keiner hin? Ich verstehe das nicht. Muss man, glaube ich, auch nicht verstehen, weil also wir versuchen hier die Bälle zu holen. Als Stürmer schon. Also, das muss er natürlich auch erstmal nachmachen. Also, es gibt einige wirklich aggressive Stürmer, die versuchen dann auch den Ball zu erobern. Wir sind auch so einer. So, weg damit. Ja, war jetzt nicht so gut. Dürfen wir aber auch nicht zu viel Energie gleich am Anfang der Partie verlieren. Genau. Genau. Und. Ah, Mann. Eigentlich war die Idee, diese Grundidee, die ich eigentlich grundsätzlich habe, einfach den Spieler dann
von der anderen Seite aus zucken Kurven. Weil wenn wir weiter gelaufen wären, wäre es vielleicht in Richtung ausgegangen. Aber wahrscheinlich hätten wir auch, wenn wir ein bisschen weitergegangen wären, hätten wir auch vielleicht ein bisschen mehr Radius gehabt, um dann wirklich da lang zu gehen. So, weg ist dabei. Und wir kriegen ihn wieder. So. Natürlich Passstaffette läuft. Aber das läuft ja auch nicht. Ja. Der Versuch war zumindest. Der Versuch war zumindest schon mal gut. Wir kriegen hoffentlich keine gelbe Karte. Ja, wäre auch schon komisch. Der hat noch nie mal Foul begangen. Aber trotzdem, man weiß nie bei FIFA. Man weiß nie bei FIFA, ob dann der dann später sagt so von wegen, ja, eigentlich doch. Du hast doch Foul begangen. Ich zähle es jetzt doch als Foul. Von daher. So, unser Trainer zeigt an, defensiv spielen. Aber eben, wir führen zwar gegen Uruguay, aber warum wollen wir jetzt defensiv ran? Muss ich nicht verstehen, oder? Taktisch defensiv. Okay, Manndecker, da war Manndecker, deswegen. Ah. So, wieder nächste Möglichkeit. Jetzt aber vielleicht, komm. Jetzt macht der aber. Die kommen auch alle nicht an die Flanken, ne? Weil die Gegner die einfach nicht annehmen. Oder besser gesagt, unser Team das nicht annimmt. 1:0 für Neuseeland nach 8 Minuten. Ist in Ordnung. Ja, die anderen Partien auch nicht so relevant, ehrlich gesagt. Weil sie eben keine ausschlaggebenden Punkte ergeben. So, jetzt spielen wir oben. Das ist natürlich immer so ein bisschen. Ich mag ja lieber eher unten spielen, das ist grundsätzlich so. Das habt ihr auch gemerkt oft. Das ist eigentlich grundsätzlich lieber unten spiele. Weil oben ja alles relativ lütt ist. Ah, den kriegen wir nicht. So, mal gucken, was unser Team jetzt hier noch anrichtet. Wir kriegen natürlich gerade Minusnote, weil wir relativ weit weg vom Ball sind. Aber was willst du groß machen? Ja, wir stellen lieber hier. Genau, wir stellen lieber den hier dicht. Na, lieber so als irgendwie anders. So, in den Lauf passen. Ja. Na, nächster Pass gelingt auch nicht so ganz. So, jetzt natürlich aufpassen im 16er. Ah, kriegt er den? Sehr schön, er kriegt den. So, genau, einkesseln. Gegner einkesseln lassen. Ja. Foul. Ja. Gelb. Ja. Sollten vorsichtiger sein. Ja, so darfst du nicht reingehen. So, Wechsel. Bei uns die Nummer 99 kommt aufs Feld. So, wir bleiben einfach wirklich stehen. Und das hat auch richtig gemacht. Na, Gegner ein bisschen verunsichern. Aber nur ein bisschen, so. Jupp. Warum auch immer der wieder zurückspielt. Und Elfmeter! Elfmeter wegen Handspiel wahrscheinlich. Und wir dürfen ihn schießen. Und er geht nicht rein. Er geht rein. Er geht rein. Seht für uns nicht, aber er geht rein. 11 Meter verwandelt, ja, Keeper kriegt den, aber dann auch wiederum nicht. Ich würde so gerne jetzt, so gerne diese Torkamera sehen. Ja, das ist natürlich jetzt so eine Sache für sich. Also, so lange hier war die ganze Zeit nicht im Tor. Und im Endeffekt haben wir ihn ja eigentlich reingestupst. Wir haben ihn ja reingestupst.
Tor zählt für uns nicht, aber im Endeffekt, wir haben ihn reingestupst. Eigentor. Ja, es ist bitter. Es ist bitter. Wäre so gut, wenn wir hier heute hätten das Tor erzielen können. Aber leider ist es nicht der Fall. Ah. Mal schön dazwischen gehen. Jetzt müssen wir hier aufpassen. Wir dürfen ja nicht zu grob rangehen. Sonst fliegen wir vom Platz und das wäre schlecht. Aber wir führen 2-0. Als nächstes geht es ja gegen Kanada. Mal gucken, ob wir aufgestellt werden. Gegen die Kanadier. Ein Team, was ich ja persönlich sehr favorisiere, die Kanadier. Deswegen wäre ja auch bei dem Spontan-Match Day, der irgendwann mal ist, wie gesagt, relativ spontan. Und auch nicht wirklich Match Day-like, wie wir den sonst immer machen, sondern ich werde einfach ankündigen, so von wegen, hey, ich spiele jetzt Saisons und wenn ihr Bock habt, mit Frauenteams spielen wir Saisons. Weil im Endeffekt spielen wir mit Frauenteams Saisons. Es ist total crazy, aber es spielt nicht jeder draußen, glaube ich, mit Frauenteams Saisons. Also ich habe mit der Blooper Guy drüber gesprochen. Der hat gesagt, grundsätzlich spielt man eigentlich damit nicht. Aber man könnte das ja mal machen. Er selber wird dann nicht spielen. Ist eigentlich relativ schade. Würde mal echt gerne beim Match der gegen ihn antreten, aber andersrum, wir spielen so einfach mal frei gegeneinander. Also wenn man sich mal trifft, dann spielen wir mal frei gegeneinander. Aber ich möchte das einfach auch nicht so wie damals mit Kevin zusammen, als wir hier saßen und im Endeffekt gespielt haben gegeneinander. So, wir werden ausgewechselt. Ryan Jellyfish geht vom Platz. Das macht nichts. Ich würde schon fast sagen, dass wir den Rest uns anschauen, weil simulieren, das ist immer relativ gefährlich. Wir können auch als Team das Rest machen, aber wir, nee, komm. Wir spielen als Ryan Jellyfish. Wir brauchen nicht als Team das spielen. Ja. So, jetzt vielleicht die nächste Chance hier zum 3-0 zu erhöhen. Das ist nicht möglich, aber macht nichts. Wechsel auch bei Uruguay. Castro raus, Lopez rein. Nico Lopez. Auch dem einen oder anderen kein Begriff, dieser Spieler. Aber das macht auch, glaube ich, nichts. Falls doch, schreibt es in die Kommentare, wo er denn spielt. Ja, wie gesagt, also in den Kommentaren ist immer sehr viel Platz für Äußerungen gegenüber meiner Wenigkeit. Also, was ich hier erzähle, immer wieder gerne Platz dafür. Und auch über weitere Ideen, was man denn machen könnte. Natürlich, den Online-Modus, ja, ich habe das mittlerweile wahrgenommen, aber wie gesagt, wir machen ja den Online-Modus ja irgendwann mal wieder weiter mit Saisons, mit den Frauenteams. Werde ich ja eine Saison durchspielen an dem Tag, weil ich hoffe echt, dass es nicht so ein kritischer Tag sein wird wie beim Matchday. Das war ja echt Katastrophe. Andersrum, natürlich, dann hat man halt 10 Spiele, wo man dann sagt so, ja gut, ne, ja, nee, ist klar. So, aber dieser Spontan-Match-Day, wie gesagt, der wird relativ spontan sein. Also, wenn ich merke, so von wegen, ey, ich habe jetzt voll den ganzen Tag Zeit zum Aufnehmen, dann werde ich das machen. Das kann auch unter der Woche sein. Also, aber ich werde das eine Woche vorher ankündigen, ja. Es kann unter der Woche sein, es kann aber was meinst du dann damit spontan? Ja, ihr wisst doch normalerweise, dass ich eigentlich alles vorplane. Wie zum Beispiel den Matchday. Der nächste Matchday, der Ultimate Team Matchday, findet statt im März. Welcher März ist noch unklar? Wird aber noch bekannt gegeben zu richtiger Zeit. Wahrscheinlich Ende Januar, wenn ich das nochmal sagen, wann denn der Matchday sein wird. Wird ein Ultimate Team spielen. Ihr müsst nicht die Ober-Pro-Mannschaften aufstellen, wie ich habe ja schon in einem Teil gezeigt, mit welchem Team wir antreten. Wir werden nicht mit einem Monatsteam antreten. Theoretisch könnten wir das auch machen können, aber ganz ehrlich, das bringt nichts, weil, ne, Monatsteam, ja, ist kurz vor Ende, der vielleicht kurz vor Ende, weil tendenziell läuft das momentan hinaus darauf, dass wir das gegen Ostern machen. Dass wir gegen Ostern dann Matchday machen. Oder Mario Kart. Wie gesagt, es ist immer noch eine Frage, wann der Henrik Zeit hat. Mit Headset und allem drum und dran. Und auch mit Teamspeak. Wir werden das dann wahrscheinlich wieder über Teamspeak machen. Und ja.
Das war geblockt und das war nicht geblockt und das ist, glaube ich, gleich der Abpfiff. Wir haben 2-0 gewonnen. Ja, wir haben im Endeffekt ein Tor geschossen, was nicht so ganz für uns gezählt hat, aber das macht nichts. Wir haben das Ding gewonnen und das ist die Hauptsache. Hauptsache, Uruguay haben wir besiegt, 2-0. Spieler des Tages sind wir auch nicht. Spieler des Tages ist... Okay, den hätte ich jetzt aber gar nicht auf der Liste gehabt. Warum? Der Torwart ist das Spieler des Tages. Das hätte ich gesagt, ja. Moss, Spieler des Tages. Weil er im Endeffekt den Kasten sauber gehalten hat. Er hat den Kasten sauber gehalten und bei einigen Situationen, wo man sagen müsste, ja, ne? Andersrum vielleicht die Uruguayer wirklich das Spiel einfach nicht ernst genommen. Und das ist eben das internationale Testspiel manchmal auch vor sich herbringt. Geänderte Termine, ja, das wissen wir. Brauchen wir nicht. So, spielen wir denn als nächstes gegen Kanada? Newcastle hält. Ja, wir spielen als nächstes gegen Kanada. Newcastle hält. Fein, ja. Ach so. Okay, ich dachte schon gerade hier. Jorginho Wijnaldum ist der Held. Naja, geht so, ne? Geht so. Wir spielen als nächstes gegen Kanada und das nächste Woche. Freut euch drauf oder auch nicht. Wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Zumindest zu Ryan Jellyfish und sonst unter der Woche Ultimate Team. Bis morgen und tschüss.